Ja, ich glaube, ich werde Naturzauber mal vernachlässigen. Wenn ich das hier jetzt auf 9 bringe und das hier auf 8 bringe, ja. Dann kommen halt die ersten beiden Level, also 29 und 30, wenn wir dann im Shadow of the Phoenix sind. Oder the Phoenix. Oh, ich sehe Lena nicht mehr. Ja, auf der Map war Lena nicht sonderlich nützlich. Nebenbei mal gucken. Das ist kleine. Ich brauche schwere Klingenwaffen natürlich. Also große Klingenwaffen. Aber nicht wirklich etwas Besseres im Augenblick als die Klinge. Davon habe ich doch, glaube ich, auch die, ja, Beinteile. Aber ob es dazu eine Brustrüstung gibt? Da ist effiziente Aura. Ja. So, wir sind gleich am Ziel. Dann gucken wir mal, was erwartet uns in Shaldun? Außer einer Cutscene. Shaldun, die brennende Stadt. Wir sind am Ziel. Und am Ende unseres Weges. Warum zögert ihr, Dunkelelf? Ich bin nicht hier, um euch aufzuhalten, Mensch. Der Plan meines Herrn darf nicht gelingen. Will euer Herr nicht die dunklen Götter in die Welt zurückholen? Ist dies nicht euer Wunsch? Dies ist der Wunsch der Priester und Archonen. Ich bin Soldat. Und als Soldat muss ich mein Volk schützen, manchmal auch vor sich selbst. Und der Winter, den der Drache bringt, wird euer Volk ebenso töten. Deshalb... Wenn mein Volk leben soll, müsst ihr siegen. Mir bleibt nur eine Wahl. Ich übergebe euch die Sternengarde, das Heer der Sternenstadt. Sie ist mir treu ergeben. Nutzt sie zu eurem Schutz. Beeilt euch, eine Verteidigung zu errichten. Die anderen Heere werden bald hier sein. Ihr müsst zuerst die Schlüssel der drei Städte erlangen, um zum Vulkan vorzudringen. Aber ruft zuvor eure Armeen und lasst uns danach weiterreden.
Ja, der gute Quake. Oh. Das war nicht so geplant. Wenn ihr obsiegen wollt, müsst ihr wissen, wie die drei Städte und der brennende Fels miteinander verbunden sind. Die drei Städte von Shaldun sind nach Mond, Sonne und den Sternen benannt. Jede Stadt hat einen Schlüssel, doch nur alle drei Schlüssel gemeinsam öffnen die Tore zum brennenden Fels. Ihr müsst all diese Schlüssel erringen. Aber jede Stadt hat ihre eigene Armee und ihre Priester, die sie mit mächtiger Magie schützen. Wie gelange ich an die drei Schlüssel? Ihr müsst sie von den hohen Priestern der Stadt erringen. Die Priester der Sternenstadt sind geübt in Mentalmagie. Die Mondstadt ist die Hochburg der schwarzen Magie und die Sonnenstadt ein einziger Tempel des Feuers. Die Sternenstadt dürfte für euch nun ein leichtes sein, aber die beiden anderen Städte sind durch Turmbarrieren geschützt. Ihr werdet magischen Schutz brauchen, um sie zu durchqueren. Beide Städte haben im Geheimen ihre Magie ausgebaut, um der Macht der anderen widerstehen zu können. Diese Magie müsst ihr euch erschließen. Warum ist diese Stadt so seltsam aufgeteilt? Priesterfreund, Zauberer und Priester. Jeder von ihnen will Recht behalten, jeder der einzig Wahrhaftige sein. Als der Feuerberg sich erhob und die Stadt in drei Teile zerschlug, entstand auch der Zarach-Kult. Priester, die uns Norkain von nun an als Sendboten des Feuers und als Diener des Zarach ansahen. Doch die Prediger Nors, die uns so lange gelenkt hatten, wollten ihre Macht natürlich nicht teilen. Es entbrannte ein bitterer Streit, auch zwischen den Schulen der Magie. Schließlich teilten sie die Stadt unter sich auf, und in der Sternenstadt versammelten sich jene, die dem Streit nicht folgen wollten, Krieger wie ich. Daraus ging ein unsicherer Frieden hervor. Um die Machtkämpfe zu schlichten, ersann der damalige Drakon die List mit den drei Schlüsseln. Die drei Stadtherren sollten die innere Stadt nur gemeinsam betreten können. Aber alle Seiten forschten insgeheim nach Wegen, ihre Widersacher zu vernichten. Man berichtet von magischen Wesen, die immun waren gegenüber der Magie des Feuers oder der Finsternis. Dieses Intrigantentum widert mich an. Sollen sie sterben, je eher unser Volk diese verblendeten Narren los ist, desto besser. Auch gut. Ja, Quake, mal wieder. Und er hat uns eine kleine Armee gegeben. Wir sehen hier schon Bodentürme und Hexentürme und andere Türme. Da unten ist das Ork-Monument, wo noch jemand auf uns wartet. Bereit. Und los. Hey, und Lena folgt uns mal wieder, die wir nicht hier oben allein mit Quake rumstehen, so wie es aussieht. Ja. Was sagt das Questlog? Der brennende Fels. Ihr habt scheinbar nun die Hauptstadt des Roten Imperiums erreicht. Der Zugang zur Inneren der Stadt ist allerdings versperrt und die Imperialen werden euch von allen Seiten angreifen. Ihr werdet Unterstützung brauchen. Findet die drei Schlüssel. Drei Schlüssel öffnen den Zugang zur Inneren Stadt. Jeder der Herren der umliegenden Städte trägt einen davon. Versucht diese Schlüssel zu bekommen. Der Sonnenschlüssel. Der Priester des Feuers und Meister des Zarach-Kults besitzt den Schlüssel der Sonnenstadt. Ihr findet ihn im Süden, dort wo die Tempel des Feuers stehen. Der Mondschlüssel. Der hohe Priester des Norn ist Herr der Mondstadt und Besitzer des Mondschlüssels. Vielleicht kann dieser Schlüssel ohne Kampf erlangt werden. Der Sternenschlüssel. Der oberste Mentalist der Sternenstadt steckt den Sternenschlüssel. Findet ihn, aber bedenkt das nützliche Wissen, das dieser Norkain ebenfalls besitzt. Okay, hier ist sehr viel Land. Auf mein Schnell! Zeit. Sofort! Mir nach! Mir nach!
Also ja, da ist die Mondstadt auf jeden Fall. Sonst wird hier keine Mondtürme stehen. Und da durchzukommen, könnte sehr gefährlich werden. Deswegen wir uns hier wahrscheinlich im Norden einfach nur gut verteidigen müssen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Zum Angriff! Oh, sie haben uns entweder bemerkt oder sie sind auf Patrouille. Dann halten, Männer! Auf mein Kommando. Ein Gesandter der Mondstadt ist hier. Er will mit euch sprechen. Ja, der soll kurz warten. Oh, auch Trollzeug. Das heißt, hier gibt es ein Trollmonument. Und Rot, die wir noch nicht benutzen können. Hey. Gut, gucken wir erstmal nach den Bauplänen, bevor wir mit ihm reden. Okay. Für die Orks nur den Brander. Bedeutet also sehr mager. Trolle. Für die Trolle haben wir ja fast gar nichts noch. So, bringen wir erstmal das alles auf die Seite. Leichensammler, Nahrungssammler. Okay, kleines Haupthaus können wir wieder hierher zurück tun. Mittleres und großes Haupthaus auf einen Streich. Okay. Eisenhaus. Werferschleuderer. Oh, von oben kommt jetzt auch schon ein Angriff. Auf mein Zeichen. Sofort. Sofort. Für die Rune! Runenkrieger zu mir! Okay, ich speichere hier sicherheitshalber mal. Dann aktiviere ich mal das Ork-Monument. Fange an, Orks auszubilden. Die sollen mir hier schon mal ein bisschen Holz klopfen. Ah, von unten kommen. Auch schon wieder. Oh, diesmal sind's Imperiale.